Schon in jungen Jahren wollte er Schauspieler werden und er hat es auch geschafft. Bekannt ist er durch die ZDF-Serie Notruf Hafenkante mit der Rolle des Hans Mohr. Und heute ist er bei uns zu Gast, Schauspieler Bruno F. Apitz. Ja, also was macht Ihnen denn an Ihrem Job als Schauspieler so viel Spaß? Alles, alles. Ich liebe das, mit Kollegen zu spielen. Das ist das Beste, was man machen kann, wenn man gute Kollegen hat. Und ich weiß, alle Kollegen sagen dann, in andere Rollen reinschlüpfen und so weiter und so fort. Ja, das stimmt. Das liebe ich auch. Aber das Schöne ist, man kommt an Orte, wo man sonst nicht hinkommt. Man darf Dinge ausprobieren, wenn auch nur halb, weil wir spielen ja nur, als könnten wir alles. Und das ist das Schöne daran. Und was sind denn unangenehme Seiten als Schauspieler? Als Schauspieler an sich gibt es keine unangenehmen Seiten, außer man friert am Set. Okay. Weil man Sommer spielen muss und es ist Winter. Also alles andere ist eigentlich toll. Und ich ärgere mich nur, wenn ich mit Kollegen arbeiten muss, ob von der Regie oder mit Kollegen als Schauspieler, die keinen Plan haben, die keine Vision haben, die einfach nur ihren Job machen. Und das ärgert mich, wenn ich auf solche Leute treffe. Und wie sind Sie Schauspieler geworden? Indem ich studiert habe, 4 Jahre an der Theaterhochschule. Der Ausgangspunkt war eigentlich, in der Schule hat man mein Talent möglicherweise schon entdeckt und ich wollte es schon immer werden. Wir mussten in der 4. Klasse, mussten wir damals angeben, was unser späterer Berufswunsch sein wird. Und da habe ich immer gesagt, Schauspieler. Und da hat er gesagt, ja, der Knaller, der. Ja, aber ich habe es durchgezogen, ich bin es geworden und ich bin sehr glücklich darüber. Ja, und bekannt sind Sie ja durch die Serie Notruf Hafenkante geworden. Was war denn so besonders an der Serie? Die Serie hat ein Alleinstellungsmerkmal, also da werden die Geschichten verquickt zwischen Polizei und dem Krankenhaus und das finde ich eine sehr gute Variante, weil sonst sind es immer nur Krimis oder Arztserien und in diesem Falle ist es halt eine Verquickung von den Geschichten und da lässt sich viel mehr erzählen als nur Krimi oder nur Krankenhausserie. Ja, und jetzt hat man ja gerade jetzt auch in der Corona-Zeit ist es schwierig, man muss Masken ja ans Set tragen, man muss sich auch oft testen. Was sind denn jetzt gerade wirklich Schwierigkeiten in der ganzen Branche? Ich glaube, dass natürlich der Arbeitsaufwand um ein Vielfaches höher ist jetzt durch diese ganzen Testungen. Was ich ja richtig finde, das ist klar, dass der Arbeitsschutz, also der Gesundheitsschutz gewährleistet wird. Ich glaube, das macht das größte Problem aus, dass man mit Masken probieren muss. Man sieht das Gesicht des anderen, des Partners nicht und kann darauf schlecht reagieren. Das kann man dann nur spontan, was ja auch eine Möglichkeit ist, nur spontan dann, wenn direkt gedreht wird, wenn die Kamera an ist, dann sehen. Und die Verzögerung, die es gibt durch die Masken und so weiter, man muss ja dann nochmal geschminkt werden, dann die Maske ab, dann sieht man hier die Abdrücke von den Gummis der Masken und so weiter. Diese Verzögerung, die nervt, weil man will dann losspielen und wird dann nochmal gebremst. Und Sie haben jetzt wirklich schon in zahlreichen Filmen und Serien mitgespielt. Haben Sie denn einen Lieblingsfilm oder eine Serie? Ja, das kann man so nicht sagen. Also, habe ich eigentlich nicht, weil ich
ich freue mich auf jede neue Aufgabe, die es gibt und freue mich über jeden Film, den ich habe drehen dürfen, weil es gibt viele Kollegen, die können nicht so viel arbeiten, wie ich es Gott sei Dank darf. Ja, und Sie haben jetzt auch noch ein zweites tolles Hobby. Sie malen ja auch sehr gerne. Wie sind Sie denn zum Malen gekommen? Wenn man den Ursprung sucht, also von der Malerei, dann kann es vielleicht schon angefangen haben, als ich als Zweijähriger mit dem Stift auf dem Tisch rumgekritzelt habe. Meine Eltern würden das sicher nicht so sehen. Die würden sagen, nur Narren Hände beschmieren Tisch und Wände. Aber ich habe schon immer gemalt. So, das war eine Lust von mir, eine Leidenschaft. Ja, aber einen genauen Zeitpunkt kann man nicht definieren. Und jetzt kommt eine lustige Frage, und zwar, kann man denn sagen, was Ihnen mehr Spaß macht, ob Malen oder Schauspielern? Nee, das kann man nicht. Also mein Hauptberuf wird immer die Schauspielerei bleiben und die Malerei ist eine Leidenschaft, aber Spaß macht mir beides. Und jetzt wollen ja auch gerade viele junge Menschen wollen auch Schauspieler werden, sie wollen sozusagen auch vor die Kamera berühmt werden. Würden Sie denn, wenn Sie es aus der jetzigen Sicht sehen, den Beruf Schauspieler an jungen Menschen immer weiterempfehlen? Nee, würde ich nicht. Weil als ich damals angefangen habe, das ist schon sehr lange her, da war der Beruf des Schauspielers noch anders definiert. Da wurde Handwerk vermittelt, da hat man Dinge gelernt und heute ist der Beruf des Schauspielers mehr auf das Zufällige und auf das Spontane reduziert. Aber dass man eine Figur mit dem großen Bogen aufbaut und spielt in einem, sei es Theaterstück oder sei es ein Film oder sowas, das ist nicht mehr der Fall. Und es besetzen oft Leute, die nichts können, Plätze, die denen nicht zustehen, finde ich. Und wenn wir jetzt nochmal auf die Serie Notruf Hafenkante zurückkommen, was mich da nochmal interessiert, hattet ihr denn wirklich Hilfe von echten Polizisten, wie man sich benimmt, oder musste man wirklich viel selber jetzt, sag ich jetzt mal, improvisieren, wie man denkt, wie es ist? Ne, das geht auch in der Malerei nicht, dass man ein Gesicht malt, wie man denkt, wie es ist, sondern man muss schon genau hingucken. Also, ne? Und das ist genauso bei der Schauspielerei so, wenn ich einen Polizisten spiele, muss ich schon wissen, was ich da spiele, und das bedeutet natürlich, dass ich mich vorher kundig machen muss, und wir sind zum Beispiel des Öfteren bei der Polizei mitgelaufen, bei Einsätzen, also richtig einen ganzen Tag lang oder manchmal zwei, drei Tage, waren wir richtig mit dabei, immer im Hintergrund, 2 Meter zurück, wenn es ernst wurde, aber immer mit dabei. Wir konnten also Fragen stellen, wir haben gesehen, wie sie sich bewegen, wenn sie irgendwo reingehen, was sie beachten müssen, was passieren kann. Da kommst du als normaler Mensch gar nicht drauf, wenn du in den Raum reintrittst, wo eine Gefahr lauern könnte, wie du da diesen Raum betrittst. Da gibt es auch, das sind natürlich alles Erfahrungswerte von denen, und das ist dann spannend, das zu erfahren, und irgendwann beherrschst du das. Und wenn du es nicht beherrschst, wenn du dann dir nicht sicher bist als Schauspieler, wie mache ich das oder sowas, dann haben wir immer einen Polizeiberater dabei, den wir fragen können, wo wir sagen, du sag, wie ist das, wenn das und das passiert, was mache ich da? Und das ist gut. Also wir sind da sehr dicht an der Realität, was das Verhalten der Polizei anlangt. Und jetzt waren ja schon in vielen Serien und Filmen immer so ein Amoklauf und was weiß ich, was ist denn da für eine Stimmung am Set? Ich meine, das ist ja nicht echt, aber man muss sich ja dann wirklich schon genau in die Situation versetzen, oh Mann, da ist gerade jemand im Haus, da könnten Menschen sterben. Was ist da wirklich für eine Atmosphäre am Set? Ja, es gibt zwei Dinge. A, wenn du dein Handwerk beherrschst, sprich die Schauspielerei, dann weißt du genau, wenn die Kamera angeht, muss ich das und das leisten können. Natürlich braucht der eine oder andere Schauspieler etwas länger dazu, für sich die Situation im Kopf herzustellen, dass er das dann auch gut spielen kann. Und der braucht mehr Ruhe und mehr Zeit. Und deshalb ist natürlich in bestimmten Situationen, also Drehsituationen, ist dann auch eine angespannte Ruhe, also aber eine
eine spannungsgeladene Ruhe da, damit man sich konzentrieren kann. Aber es ist nicht so, dass man dann anfängt zu leiden oder selber zu schwitzen oder sowas. Das passiert dann im Spiel, wenn man in der Situation ist, ja, aber im Vorfeld ist so eine angespannte, konzentrierte Ruhe dann immer da. Und guckst du dir dann die meisten Filme, die du produzierst, danach auch nochmal in Vorzügen an? Ja, mache ich, um zu lernen, was ich falsch gemacht habe, was ich beim nächsten Mal anders machen sollte. Oder falls ich nochmal so oder so in so eine Spielsituation kommen sollte, wo ich dann sehe, das hat das letzte Mal gut funktioniert, weil es gibt ja nicht umsonst Regisseure, die beschreiben, die sitzen unten und beschreiben dann, was du gespielt hast. Und mir hat mein Schauspiellehrer gesagt, von mir aus denk an Bratkartoffeln, das ist mir scheißegal. Hauptsache, ich sehe, dass du Angst hast in dem Moment, in dieser Spielsituation. Und ja, du musst deinen eigenen Spirit finden, um die Situation zu spielen. Und wie war dein erstes Gefühl, als du dich das allererste Mal im Fernsehen gesehen hast? Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern, das ist schwierig. Schwierig. Ich war glaube ich, stolz oder sowas. Ich habe gedacht, ja, guck mal, ich weiß es nicht mehr, ist zu lange her. Ja. Und was waren jetzt von den meisten Drehorten, wie Sie ja schon gesagt haben, man lernt tolle Drehorte kennen, die man sonst vielleicht nicht sieht. Ist Hamburg schon ein Drehort, wo Sie jetzt sagen, okay, das ist immer noch echt eine tolle Stadt? Hamburg ist nach wie vor eine tolle Stadt und ich vermisse Hamburg. Natürlich schon, weil das hat einen Flair mit der Elbe, mit dem Hafen und so. Das ist so eine schöne Stadt, was Gebäude anlangt und so weiter. Aber was ich mit Drehorten meinte beim Drehen, das kann auch ein Zimmer sein oder das kann auch, zum Beispiel als ich einen Pathologen gespielt habe, ein Leichenschauhaus sein, weil man kommt irgendwann dahin, ja, aber nicht sehenden Auges. Und deswegen ist das schon spannend, dass ich solche Drehorte erleben darf, zum Beispiel. Und haben Sie denn jetzt wirklich Szenen, die wirklich auch beim Dreh sehr schwierig sind und die dann auch im Nachhinein wirklich sehr traurig ausfallen? Ja, das gibt es schon. Es gibt ja Drehbücher, wenn du die in die Hand bekommst und wenn du die liest, die fassen dich dann schon manchmal an, ja, also so, da gibt es Geschichten schon beim Lesen, wo du sagst, meine Herren, dann spielst du das und die Szenen werden ja oft wiederholt und wegen anderer Kameraeinstellungen und so weiter und so fort. Da passiert es oft, dass es beim ersten oder beim zweiten Mal dich richtig anfasst, auch die ganze Geschichte, aber dass du dann, deswegen hast du ja das Handwerk, dass du dann beim nächsten Mal, wenn sie wieder gedreht wird, dass du das dann schon herstellen kannst. Und wenn du dir dann den Film anguckst, den ganzen Film, und es fasst dich dann immer noch an, auch als Schauspieler, obwohl du das gedreht hast und genau weißt, wie es entstanden ist, das ist natürlich dann toll. Dann bist du ein ganzes Stück weit gekommen, glaube ich. Vielen Dank. Sehr gerne.